aus erneuerbaren Energien zu versorgen. Da fässt man sich doch an den Kopf, wenn man natürlich die Gesetze der Physik außer Acht lässt. Das ist das Ende des Verbrenners und das Problem ist gelöst. Wer so einen Blödsinn verbreitet, der hat eben keine Ahnung. Wunderschönen guten Morgen, hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Ich bin mal wieder mit dem Cesero hier unterwegs. Das wird wohl noch ein bisschen dauern, denn der Lieferzeitpunkt für den bestellten Skoda Citigo hat sich zum Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. Aber was ja gar nicht schlecht ist, ich habe nämlich heute eine ganze Menge zu transportieren und wie ich es ja in der kurzen Serie zum Cesero, verlinken wir einfach mal, schon angekündigt und auch gesagt habe, der Wagen hier ist ja ein echtes Transportwunder. Worum es mir heute geht, ich möchte mal zwei Kommentare abgeben zu ja, fast tagesaktuellen Berichterstattungen zum Thema E-Mobilität, Zukunft der Mobilität überhaupt. Da sind zwei Dinge in dieser Woche durch die Presse gegangen, die mich richtig aufgeregt haben. Das erste war ein offener Brief, Brandbrief, wie auch immer, von, ich glaube, 50 oder 60 Wissenschaftlern. Das kennt man ja vom Dieselgate-Skandal oder vom NOx-Skandal. Da wurden ja auch plötzlich 100 angebliche Lungenfachärzte aktiv, die so eine Art Brandbrief oder, keine Ahnung, offenen Brief veröffentlicht haben, in dem die damals gesagt haben, das mit dem NOx in der Atemluft, das ist alles lächerlich. Alles gar nicht so schlimm. Hinterher kam raus, das waren gar nicht alles Experten, das waren irgendwelche Leute, die zum Teil auch bei irgendwelchen Instituten angestellt sind und waren, die mit Verbrennungsmotoren zu tun haben. Also ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und jetzt ist es so, jetzt haben sich wieder eine ganze Reihe an Leuten irgendwie zu Wort gemeldet und haben gesagt, naja, das mit der Elektromobilität und vor allem ist ja alles ganz schön und gut, aber diese einseitige massive Förderung einer Technik, also der batterieelektrischen Mobilität, das geht ja schon mal gar nicht. Das wäre ja schädlich für unseren Wirtschaftsstandort und das bringt auch vor allem klimatisch überhaupt nichts. Da kommt wieder das übliche Argument, denn so die Begründung, die Produktion der Akkus ist so CO2-intensiv, dass in den nächsten 10 Jahren, also so etwa bis 2030, überhaupt nicht mit einer Abnahme der CO2-Emissionen zu rechnen ist, weil einfach so viele Fahrzeuge gebaut werden müssen und damit so viele Akkus hergestellt werden und über die ganze Welt hin und her transportiert werden müssen, dass sich das fürs Klima niemals rechnet. So, die Alternative dazu, klar, es kommt, wie es kommen musste, E-Fuels. E-Fuels kommt als Alternative jetzt hier wieder ins Spiel, denn die könnte man ja problemlos sofort in die bestehende Flotte sozusagen einbringen, könnte sofort damit den CO2-Ausstoß aller bestehenden Fahrzeuge optimieren. Man bräuchte keine Akkus herzustellen, gar kein Problem. Und ja, sie geben tatsächlich sogar eine Lösung vor, wo der ganze Strom herkommen soll, den man ja für die E-Fuels braucht. Vielleicht ganz kurz als Hintergrundinformation für alle, die sich nicht so gut damit auskennen. Um 1 Liter, oder ich sag's mal andersrum, um so viel E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe herzustellen, um 100 Kilometer damit in einem PKW zu fahren, egal, kleiner, großer, spielt keine Rolle, braucht man etwa 4- bis 5-mal so viel Strom, um die gleiche Menge in einem vergleichbaren Fahrzeug mit einem Elektrofahrzeug zurückzulegen. 4- bis 5-mal so viel. Eine Riesenmenge. Und wir haben ja jetzt noch nicht mal 100% Ökostrom im Netz. Wir haben jetzt immer noch, sind zwar schon bei ungefähr 50%, das ist natürlich fantastisch. Vor in den 90er Jahren hat selbst noch unsere Bundeskanzlerin die Meinung vertreten, also ja, so mehr als 4-5%, das geht ja gar nicht. Da brechen die Netze zusammen, das funktioniert nicht. Gut, heute sind wir bei 50%, ist überhaupt kein Problem. Ich habe heute früh eine Pressemitteilung von unserem Netzbetreiber in Brandenburg gelesen, der gesagt hat, die Netze sind so stabil wie eh und je. Niemand muss sich Sorgen machen um eine sichere Stromversorgung. Zurück zum Thema. Also E-Fuels sind völlig unwirtschaftlich und es gibt nicht mal annähernd
ausreichend Grünstrom, um diese Mengen an E-Fuels herzustellen. So, und die Lösung wird gleich präsentiert. Jetzt bin ich mal hier im Tunnel, deswegen ein bisschen dunkel. Die Lösung wird gleich präsentiert. Na klar, die Anlagen, um den ganzen Strom zu erzeugen, bauen wir doch einfach mal eben in Afrika auf. Ist doch gar kein Problem. Da gibt es genug Platz, da scheint genug Sonne. Die Effizienz der Solaranlagen ist ja auch viel höher. Das wäre ja mega umweltfreundlich. Das Solarmodul vor Ort kann zweimal so viel Strom erzeugen, wie es bei uns der Fall ist. Das wäre doch auch natürlich ganz toll für den Umweltschutz und für den Klimaschutz, wenn man die Rohstoffe, die man zum Beispiel in so ein Solarmodul, also die man aufwenden muss, um so ein Solarmodul zu bauen, oder auch die Energie, die man braucht, um so ein Solarmodul herzustellen, die sind ja dann da viel besser aufgehoben. Also lasst uns Afrika vollpflastern mit Solarparks und Windparks, um dort den Kraftstoff zu erstellen. Und naja, da man ja sowieso den Strom nicht leiten kann, diese lange Strecke, macht man eben gleich E-Fuels drauf, und die kann man doch dann ganz problemlos in Tankschiffen auf dem Mittelmeer entsprechend transportieren und dahin bringen, wo man sie braucht. Und dann kann man hier mit der bestehenden Flotte und zukünftigen Verbrennerfahrzeugen, diesen sogenannten modernen Verbrennerfahrzeugen, und auch mit den alten dann ganz wunderbar CO2-neutral unterwegs sein. Problem gelöst. Warum sich so doll auf E-Mobilität stürzen, wenn es doch viel einfacher geht? Tja, wenn man natürlich die Gesetze der Physik außer Acht lässt, habe ich gerade angesprochen, man braucht 4 bis 5 Mal so viel Energie, dann klappt das natürlich ganz gut. Und wenn man vor allem außer Acht lässt, dass man hier so eine Art neuen Energiekolonialismus aufbaut. Denn was schert mich der Energiebedarf in den Dörfern, in den Städten, dort überall in Afrika, wo die Menschen genauso dringend Energie brauchen wie wir hier zum Produzieren, zum Kühlen, für Komfort, alles Mögliche. Aber sei es drum, ist doch egal, wie die da an ihren Strom kommen. Hauptsache, wir können dort Anlagen aufbauen, die wir dann für uns nutzen. Und was machen wir mit den sündhaft aufwendig hergestellten E-Fuels? Klar, wir kippen sie in Verbrennungsmotoren mit einem Wirkungsgrad von, naja, sagen wir mal im Durchschnitt 30%. 70% jagen wir wie eh und je einfach aus dem Auspuff in Form von Wärme aus, und das Problem ist gelöst. Da kann ich echt nur noch den Kopf schütteln, und da kriege ich so einen Hals, und da werde ich richtig böse und da werde ich richtig sauer, wenn sich 50 Leute oder 60 Leute als Fachleute hinstellen und so einen gröbsten Unfug verbreiten und sich auch noch darüber aufregen, dass sie noch keine Antwort bekommen haben. Und das schicken die dann einfach mal irgendwo ans Bundeswirtschaftsministerium oder sonst wohin und erwarten in 0, nix eine Antwort. Da fässt man sich doch an den Kopf. Haben die im Physikunterricht gepennt? Haben die geschlafen im Sozialkundeunterricht, im Erdkundeunterricht? Was ist das denn für eine Art und Weise? Wir müssen unsere Hausaufgaben hier bei uns machen. Und ja, es wird schwierig, und es ist eine Riesenaufgabe, Deutschland zu 100% aus erneuerbaren Energien zu versorgen. Wir werden vielleicht nicht 100% der benötigten Energie hier bei uns im Land erzeugen können. Aber wir können einen riesengroßen Teil davon hier erzeugen, sodass vielleicht nachher nur noch 5, 10, 15% übrig bleiben, die wir über Importe, zum Beispiel in Form von Strom, über Trassen aus anderen europäischen Ländern, ich sage einfach mal Spanien zum Beispiel oder skandinavischen Länder, importieren müssen, aber nicht um die halbe Welt transportieren müssen. Also da kriege ich so einen Hals, und da werde ich richtig sauer und da werde ich richtig böse, wenn ich sowas lese und wenn man sowas hört, und sowas schimpft sich dann Fachmann oder Fachfrau oder was auch immer. Was ist los? Was stimmt mit diesen Leuten nicht, die immer wieder so einen Blödsinn behaupten? Wir werden E-Fuels brauchen, ich glaube, das ist klar, aber es wird ganz bestimmte Nischen geben, genauso wie für den Wasserstoff. Und niemand muss glauben und niemand sollte sich den Glauben hinlegen, da kommen in 3 bis 4 Jahren entsprechende Mengen an E-Fuels auf den Markt. Dann geht das alles. Man darf ja auch mal eins nicht vergessen. Klar, wir müssen die Produktionsanlagen für Batteriezellen und so weiter aufbauen, denn wir brauchen wirklich große Mengen davon. Aber wir müssen genauso dann, wenn man solche Pläne umsetzt, in diesen Ländern natürlich diese Anlagen auch erstmal aufbauen. Die fallen ja auch nicht vom Himmel. Solarparks, Windparks, die baut man nicht mal so einfach irgendwie von heute auf morgen, sondern da muss man sich entsprechend drum kümmern. Man muss vor allem mit den Ländern sprechen, man muss mit den Menschen sprechen und überhaupt erstmal gucken, ob das überhaupt alles geht. Und man muss sehr, sehr genau abwägen, wo man solche Anlagen baut, die nachher
unsere Mobilität sichern sollen. Da hat es auch ein bisschen was mit Politik und Sicherheit und Diversifizierung der Energieimportländer zu tun. Also ich glaube, das ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit und wird auch dauern. Und das wird dauern. Und wenn diese Leute hingehen und sagen, in den nächsten 10 Jahren werden wir durch die batterieelektrische Mobilität keinen großen spürbaren Klimaschutzeffekt haben, so ist das mit, da ist durchaus was dran. Das wird eine Weile dauern, bis man das wirklich merkt, bis es wirklich durchschlagend ist. Also ich meine richtig durchschlagend ist. Aber das ist natürlich bei diesem anderen System genau das Gleiche. Denn ehe man entsprechende Mengen an E-Fuels produzieren kann, sicher, zuverlässig, auf einem hohen und höchsten Umweltstandard produzieren kann, wird es genauso 5, 8, vielleicht 10 Jahre dauern. Sowas geht nicht von heute auf morgen. Und erinnern wir uns bitte nur mal an dieses Projekt Desert Tech, was eine ähnliche Idee hatte, in Nordafrika in Riesensolarparks Strom zu erzeugen und nach Europa zu leiten, ist an vielen, vielen unterschiedlichen Gründen komplett gescheitert. Warum sollte es jetzt plötzlich gehen und dann auch noch für E-Fuels? Ich verstehe es einfach nicht. Zweiter Punkt, heute im Radio gehört, da gab es eben so eine komische Diskussionsrunde, da war mal wieder auch verschiedene Autohersteller dabei und da war auch unter anderem der VDA dabei in Form der Vorsitzenden Frau Müller. Und da ging es um die Euro 7 Norm. Und diese Euro 7 Norm hat im Fokus, dass die Emissionen eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor auch in Sondersituationen niedrig und niedrigst bleiben. Und zwar ab Start, bei Volllast, im Gebirge, mit Anhänger, bei hohen Geschwindigkeiten, bei Kälte. Also all diese Situationen, die bisher von der Euro 6 Norm nicht so erfasst werden und durch den Testzyklus, auch den RDE-Testzyklus, also Real Driving Emissions, die Messung auf der Straße, nicht erfasst werden. Das ist nämlich ein Problem, dass wir immer noch bei der Euro 6 auch mit der RDE-Messung in einem, na sagen wir mal, in einer Wohlfühlzone die Emissionen messen. Und es ist okay, wenn dann dort die Emissionen sehr niedrig sind. Aber guck mal, wir haben jetzt draußen Temperaturen so um 5, 6 Grad heute und wir wissen, dass so gut wie alle Dieselfahrzeuge, die hier gerade um mich herum unterwegs sind, praktisch mit ausgeschalteter Abgasreinigung unterwegs sind. Und da fragt man sich doch ernsthaft, was soll das? Das soll jetzt mit der Euro 7 Norm behoben und verbessert werden. Und das ist völlig klar. Das bedeutet natürlich einen riesen technischen Aufwand, insbesondere zum Beispiel das Kaltstartverhalten deutlich zu verbessern, ist ein Riesenproblem. Und da sagen natürlich manche, das ist das Ende des Verbrenners. Jetzt wird uns der Verbrennungsmotor verboten. Also erstmal geht es natürlich dabei nur um Neufahrzeuge. Es hat natürlich nichts damit zu tun, dass die Fahrzeuge, die jetzt schon auf der Straße sind, dann ab 2025, wenn diese Norm dann in Kraft treten soll, vielleicht ist es auch ja 25, 26, wie auch immer, von der Straße geholt werden. Also wer so einen Blödsinn verbreitet, der hat eben keine Ahnung oder will einfach nur Klicks produzieren oder seine Zeitung verkaufen. Es geht also um Neufahrzeuge, die dann zugelassen werden. Und das ist eine Herausforderung, eine sehr große technische. Und das kann natürlich für bestimmte Fahrzeuge, wie auch heute schon, das ausbedeuten. Wir sehen das ja heute schon, dass wir zum Beispiel im Kleinwagenbereich kaum noch Dieselfahrzeuge haben, weil einfach die Abgasreinigung schon nach Euro 6 so aufwendig ist, dass sie sich in kleinen Fahrzeugen gar nicht mehr lohnt. Wir sehen das zum Beispiel, was hatte ich denn für ein Fahrzeug, zum Beispiel hier den Skoda Fabia zum Beispiel, gibt es nur noch als Benziner und nicht mehr als Dieselfahrzeug. So ein Beispiel, so ein typisches Beispiel, andere Kleinfahrzeuge sind schon bereits vom Markt genommen worden. Ich glaube, sowas wie ein Citroën C1 ist, glaube ich, vom Markt genommen worden. Den gibt's gar nicht mehr, weder als Diesel, sonst wie. Also die Hersteller haben schon ein großes Problem, eine große Herausforderung, besser gesagt, diese Abgasnormen jetzt auch in Kleinfahrzeugen so umzusetzen, dass man sich das noch leisten und bezahlen kann. Ja, und es kommt, wie es kommen musste, dass natürlich der VDA und auch jemand von der Gewerkschaft irgendwie, Arbeitnehmervertreter bei BMW, natürlich gesagt haben, und das war eine krasse Aussage, wenn die Euro 7 Norm kommt, dann gehen die Lichter aus. Also nicht im Sinne von, dann fehlt uns der Strom, sondern dann gehen
Arbeitsplätze verloren. Und was ich so krass fand, ist, glaube ich, dass der Arbeitnehmervertreter bei BMW sagte, dann werden wir in Deutschland eine Arbeitslosigkeit bekommen, die so noch niemand erlebt hat in diesem Land. Da kriege ich jetzt auch wieder so einen Hals und denke so, was stimmt denn da auch schon wieder mit diesen Leuten nicht? Dass man schon wieder Elektromobilität angeblich gegen Arbeitsplätze ausspielt und so tut, als ob wir hier mit diesem Technologiewandel uns selbst wirtschaftlich abschaffen und vollkommen außer Acht lässt, worum es eigentlich geht. Es geht um den Erhalt unserer Lebensgrundlagen. Wir müssen unsere Luft sauber kriegen, wir müssen CO2 reduzieren, und zwar brutalst reduzieren. Wir haben ein Klimaschutzabkommen abgeschlossen, beigetreten. Ja, wir müssen das einhalten, da können wir nicht so weitermachen. Und wie kommen diese Leute dann darauf zu sagen, ja, Euronorm 6, das ist doch schon mal wunderbar. Und das schärfste Argument dabei kommt immer, ja, wenn die Autos teurer werden, dann werden weniger Neuwagen verkauft. Das würde den Austausch, die Modernisierung der Flotte verzögern. Und das wäre ja kontraproduktiv für den Umweltschutz, wenn länger alte Fahrzeuge unterwegs sind. Krasse Argumentation, oder? Also man dreht es sich, wie man es gerne möchte, wie man es braucht. Irgendwie, um das, was man Jahrzehnte gemacht hat, möglichst weiterzumachen, ohne irgendwie was zu verändern. Und man kaschiert einfach dabei mal wieder, dass man in den letzten 10 Jahren oder 20 Jahren es komplett versäumt hat, neue Technologien richtig marktreif, serienreif, in großer Menge in den Markt zu kriegen, sondern hat sich feuchten Kehricht darum gekümmert. Und man sieht natürlich auch die Konkurrenz aus China und aus, was weiß ich woher, aus Asien, die in den Markt jetzt kommen, wie wir es immer gesagt haben, mit günstigen Elektrofahrzeugen, die Leute auch begeistern, die bezahlbar sind und wo die Leute sagen, da habe ich keinen Stress mehr mit irgendwelchen Abgasnormen oder sonst irgendwas. Genau das sehen Sie. Und die Euro 7 Norm nehmen Sie sich jetzt sozusagen als Begründung her und sagen, schaut mal her, das wird so teuer, das ist das Ende des Verbrennungsmotors. Deutschland geht unter, die Welt geht unter, nichts geht mehr, wir werden alle verarmen. All unser Geld wird in andere Länder abfließen und. Diese ganze dumme, blöde Diskussion, die man da immer wieder hören kann. So, und wir haben Ende Februar 2021, wir haben Anfang des Jahres, haben wir prognostiziert, dass wir einen weiteren Markthochlauf der Elektromobilität sehen. Das tun wir. Und dass wir aber auch weiterhin sehen, dass es genau zu solchen Diskussionen kommt. Wir sind also mitten in einer Phase der Verteilungskämpfe. Und diese Phase, dauert schon eine Weile an und die wird in den nächsten Jahren auch noch viel, 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 viel härter werden. Und hier werden wir gerade in Deutschland immer und immer wieder das Argument der Arbeitsplätze hören, so wie wir das schon seit 20 Jahren hören. Immer wenn irgendetwas verändert, erneuert, insbesondere im Bereich Umwelt, Klima getan werden soll oder muss, dann heißt es, das geht nicht, da gehen die Arbeitsplätze verloren. Und da müssen wir jetzt endlich mal raus und da müssen wir den Leuten endlich mal klar machen und sagen, ist genau das Gegenteil ist der Fall. Wer sich nämlich nicht darum kümmert, der riskiert die Massenarbeitslosigkeit, der riskiert, dass dieses Land wirklich, der Wohlstand in diesem Land wirklich nach unten gehen wird. Denn wir sehen ja auch das Pressemitteilungen aus den letzten Tagen und Wochen, dass immer mehr Städte und Länder planen, Verbrennungsmotoren ab 2025, 2030, spätestens 2035 nicht mehr neu zuzulassen. Und das muss ein Warnzeichen sein. Und dann nützt es überhaupt nichts, wenn wir hier in Deutschland über E-Fuels diskutieren und sagen, das ist ja eine geile Lösung, das machen wir mal. Ja, sondern wenn wir einfach mal hingehen und sagen, was interessiert denn der deutsche Markt mit seinen knapp 3 Millionen Neuzulassungen? Da werden ja schon mehr Autos in anderen europäischen Ländern zugelassen. Und weltweit natürlich noch viel, viel mehr. Und da kümmert sich niemand ernsthaft um E-Fuels. Also zumindest nicht so, um die ganze Fahrzeugflotte damit zu versorgen. So wird es wohl weitergehen. Diese Meinung wollte ich einfach mal raushauen hier. Ich bin wie immer wahnsinnig gespannt auf eure Kommentare dazu. Wie seht ihr das eigentlich? Sind E-Fuels vielleicht doch die große Rettung und Euro 7 bringt uns das den absolut wirtschaftlichen Abstieg? Oder sollten wir nicht wirklich genau diesen Weg ganz konsequent weitergehen und sagen, nein, wir werden nicht den Fehler machen, eine Rolle rückwärts hinzulegen, sondern wir gehen konsequent diesen Weg weiter. Wir entwickeln die Elektromobilität weiter. Wir bringen vor allem auch kleine bezahlbare Fahrzeuge mehr und mehr in den Markt, den sich immer mehr Leute leisten können. Wir weisen auch immer wieder darauf hin, ihr könnt auch Gebrauchtfahrzeuge kaufen, so wie ich das hier, in dem ich hier sitze, 8,5 Jahre alt, läuft wie eine 1, alles prima.
Ist das der Weg, den wir gehen sollen? Ich bin definitiv dafür. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Die 20 Minuten sind um. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage tschüss. Wäre super, wenn ihr den Kanal abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.